Hallo, guten Morgen. So, heute ist der 6.2.2018 und wir haben jetzt noch 26 Meilen bis Lissabon. Auf der Karte hier oben seht ihr Lissabon. Es wackelt etwas links in der Ecke oben. Und im Westen, da kann man die Schiffsstraßen erkennen. Und wir sind natürlich im Zentrum des Kreises hier. Wir müssen gleich nochmal halten und schlängeln uns dann da rein. Ja. Das Wetter ist im Moment sehr gut. Wir haben nur noch 34, 35 Knoten. Gestern Abend oder gestern Nachmittag war es unangenehm. Und gestern Abend, so gegen 8 Uhr, 20 Uhr, wurde es dann sehr unangenehm. Dann hatten wir dann so Windspitzen von über 50 Knoten und Riesenwellen haben uns von Achtern überrollt. Nochmal, der Autopilot hat dann, er springt nicht raus, aber er ist etwas limitiert mit plus 15 und minus 15 Grad Ausschlag. Und das gibt dann, das braucht man nicht mehr ins Fitness zu gehen. Das ist schon harte Arbeit. Ja, das war dann sehr unangenehm. Bis ungefähr 23 Uhr, dann hat der Wind nachgelassen, ging zurück auf 40, 41, 38. Aber immer noch sehr böig und ja. Es ist mehrfach alles durch die Kabine geflogen. Als ich ins Bett bin, war sogar meine Bettdecke lag neben dem Bett. Manchmal hat man auch abgehoben hier auf dem Sitz. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Das ist eben im Februar Überführung eines Laguns oder eines anderen Schiffes. Ja, jetzt geht gleich die Sonne auf. Die Küste sieht man. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann am Horizont. Schwierig. Portugal, ungefähr 10 Meilen entfernt. Und ja, wir freuen uns jetzt auf Lissabon. Wir werden dort in die Marina von Cascais einlaufen. Und wie schon erwähnt, wird die Überholung der Motoren dann gemacht. Noch eine Sache, was ich habe schon gedacht, dass ich mit einer Geschwindigkeit über Grund mit dem Katamaran, mit dem Lagoon von 16,2 viel wäre. Gestern hatten wir 21,6 einmal. Also das sagt schon genug aus, was da abging. Ja, okay, ich melde mich dann wieder die Tage und tschüss.